Die Euro-Krise wirft ihre Schatten bis nach China. Die chinesische Regierung war gezwungen, das Wachstumsziel für dieses Jahr zu senken. Die Zielmarke für das BIP liegt mit 7,5% auf Vorjahresniveau. Der HSBC-Einkaufsmanager-Index deutet auf eine schwierige Lage hin. Der vielbeachtete Indikator zeigt mit 50,2 Punkten nur noch ganz knapp eine Verbesserung der Situation. Auch der Einkaufsmanager-Index vom Einkaufs- und Logistikverband bleibt hinter den Erwartungen. Um das Wachstum zu stimulieren, soll nun in Shanghai eine Freihandelszone eingerichtet werden. Besonders die Öffnung für ausländische Banken und Steuererleichterungen sollen für Wachstum sorgen. Außerdem soll der Renminbi unbegrenzt in andere Währungen getauscht werden können. Bis 2020 soll Shanghai so zu einem Finanzzentrum werden. Experte Ulf Kraus von der Helaba sieht China auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Es ist sicherlich so, dass wir im Moment ein zufriedenstellendes Wachstum sehen, dass eben die Befürchtungen, die man noch vor ein paar Monaten hatte, sich nicht bewahrheitet haben, dass die Einkaufsmanager-Indizes sich wieder stabilisiert haben. Und das sollte doch reichen, um für dieses Jahr ein auskömmliches Wachstum zu erzielen. In Japan hat sich die Stimmung zuletzt verbessert. Die Notenbank hat ihren vierteljährlichen Wirtschaftsbericht, den sogenannten Tankan-Bericht, vorgelegt. Das Geschäftsklima liegt auf dem höchsten Niveau seit 2007. Die Stimmung in der Wirtschaft ist das dritte Quartal in Folge gestiegen und das deutlich stärker als erwartet. Die Geschäftserwartungen für den nächsten Monat haben sich ebenfalls verbessert. Die japanischen Großunternehmen sind überwiegend optimistisch. Davon profitiert auch der Aktienmarkt. Eigentlich gute Voraussetzungen für die japanische Regierung, das Schuldenproblem anzugehen. Die Schulden Japans betragen nach Schätzungen etwa 245% des BIP, der höchste Wert unter den Industrienationen. Um die Staatseinnahmen zu erhöhen, soll ab April nächsten Jahres die Mehrwertsteuer von 5% auf 8% steigen. Langfristig sind weitere Erhöhungen geplant. Allerdings waren zuletzt nicht alle Konjunkturdaten positiv. Die Arbeitslosenquote ist saisonbereinigt von 3,8% auf 4,1% gestiegen. Der private Konsum kommt nicht in die Gänge. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Konsumausgaben um 1,6% gesunken. Auch die Reallöhne liegen 0,9% unter Vorjahresniveau. Es besteht also noch Handlungsbedarf, besonders beim Binnenkonsum. Dazu müssen sich die Tarifparteien auf deutliche Lohnerhöhungen einigen. Die japanische Regierung hat also noch viel zu tun, wenn sie die Deflation bekämpfen und für Wachstumsimpulse sorgen will.